Unsere härtesten Gegner im Schleier sind die stygischen Hunger. Sie richten hohen, rüstungsignorierenden Schaden auf einzelne Gruppenmitglieder an. Nachdem die Gruppe in Stellung gegangen ist, finale Wiederherstellung verteilt und die Geister gesetzt wurden, wird der Main Tank die Quest annehmen. Anschließend rennt er zur Gruppe zurück. Den größten Schaden richten die Hunger über ihre Berührungsfertigkeiten an. Can Touch This verhindert, dass die Berührungsfertigkeiten auf das Gruppenmitglied gewirkt werden können. Da Can Touch This nur für eine begrenzte Anzahl von Berührungsfertigkeiten wirkt, muss es sofort aktiviert werden, sobald der Main Tank auf die Gegner zurennt. Im günstigsten Fall kann so der Schrei sofort wieder aktiviert werden, sobald er auf den Main Tank endet. Sobald die Gegner um den Main Tank herum ballen, wird Engelschutz auf ihn gecastet. Dies reduziert den Schaden, den er leiden kann, auf etwa 120 Punkte pro Sekunde. Ergebt euch nicht, reduziert ebenfalls den rüstungssignierenden Schaden. Während der Main Tank die Gegner pullt, wird Splitterwaffe auf die Gruppe verteilt. Falls der Main Tank stirbt, muss dieser sofort mit Siegel der Wiederkehr wiederbelebt werden. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Sobald der Main Tank von den Gegnern umstanden wird, gibt dieser ein Kommando, der zweite Frontliner schließt zu ihm auf und die Gruppe killt die Gegner. Warum nur der Main Tank von den Gegnern umstanden, also auch von ihnen angegriffen werden darf, lässt sich leicht erklären. Dank Engelschutz erleidet der Main Tank nur eine gewisse Anzahl von Schadenspunkten pro Sekunde. Würde dagegen die ganze Gruppe in der Akku der Gegner stehen, so könnte sie dem enormen Schaden nicht standhalten. Der restliche Schaden, den der Main Tank erleidet, wird vom Infuse, der an solchen Stellen schnell reagieren muss, weggeheilt. Spieler, die einen Monk im PvP beherrschen, werden hier keine Probleme bekommen. Die Hunger entziehen durch ihre Berührungsfertigkeit Lebenspunkte. Daher besitzen sie ein hohes Ausmaß an Heilung. Fertigkeiten wie Blick des Lichtbringers, Tekkenbubble und Ablenkungsschlag unterbrechen die Hunger. Dies hat zwei Vorteile für die Gruppe. Zum einen können sie keinen Schaden mehr anrichten. Zum zweiten erhalten sie keine Heilung mehr. Die Hunger fallen wesentlich schneller. Nachdem alle gegnerischen Pop-Ups herangezogen und getötet wurde, begibt sich die Gruppe zum Adepten der Gerüchte. Die neue Quest ist, die stygischen Unterfürsten zu töten. Beim zweiten stygischen Unterfürsten ist Vorsicht geboten. Die Pop-Ups sprießen hier nur so wie die Pilze aus dem Boden. Die Gruppe begibt sich daher langsam Stück für Stück nach vorne. The future Cybertron, harder, faster, better, stronger, sexy ladies extra longer, cause we gotta beat that bounce, we gotta beat that pound, we gotta beat that 808, that boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands. Die Gruppe ballt innerhalb der Wards. Die Abwehr gegen Nahkampf und ihr seid alle Schwächlinge reduziert den Schaden der gegnerischen Nahkämpfer deutlich. Die Qualenclown kann man an dieser Stelle getrost ignorieren. Der Infuse folgt dem Main Tank auf Hörreichweite, um ihn bei Bedarf zu heilen. Nachdem beide Unterfürsten besiegt wurden, kehrt die Gruppe zum Adepten der Gerüchte zurück. Nun kommen wir an eine Stelle, wo Verhexung umwandeln wichtig ist. Here we go, satellite radio, y'all getting hit with the boom, boom.
Nachdem alle Gruppenmitglieder die Quest angenommen haben, beult die Gruppe vor dem markierten Gang. Sie macht sich kampfbereit. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen wurden, wird der Main Tank in den Gang hineinrennen und somit die Pop-Ups auslösen. Da oberhalb der Gänge Elementarmagier mit Tiefgefrieren spawnen werden, folgt der Infuse dem Main Tank. Mit Verhexung umwandeln entfernt er die Verhexung vom Tank, damit dieser schnell genug zur Gruppe zurückkehren kann. Während die Gruppe gemeinsam die Pop-Ups legt, werden von weiter hinten aus dem Gang weitere Pop-Ups erscheinen. Die Toucher sollten aufgrund ihres enormen Schadenspotenzials dabei als erste herausgespiked werden. Nachdem alle Pop-Ups getötet wurden, begibt sich die Gruppe zur rechten Erhöhung. Dort werden die beiden Gegner getötet. Die Gegner links vom Gang müssen nicht getötet werden. Wenn die Gruppe sich ganz rechts hält, kann sie sich an ihnen vorbeischummeln. Oberstes Gebot ist es, nur Wege zu laufen, die vorher schon mit der Gruppe gereinigt wurden. Überall in den Gängen werden weitere Gegner spawnen. In diesem Gang befindet sich eine besonders große Gruppe Hunger. Man zieht sie am besten auf die Ecke im Nordosten. Anschließend wird sie mit AOE Spike gelegt. Questaufgabe ist es, die stygischen Fürsten zu besiegen. Diese werden mit einem Langbogen angelockt. Man sollte sich auf keinen Fall weiter in die Räume hineinbegeben, da sonst Unmengen von Gegnern erscheinen. Let the beat. Let the beat. Let the beat.